Ja, Hallöchen zusammen. Ich melde mich hier aus dem Tanglewood Drive mit einer kleinen Extra-Runde auf Albtraum. Und apropos Extra-Runde, es soll nicht mehr eine Extra-Runde sein auf Albtraum. Ich habe mir überlegt, dass wir das Donnerstagsvideo auf Profi wegfallen lassen und dafür ein Donnerstagsvideo mit Albtraum einbauen werden. Das heißt, ab sofort, wenn ihr das so gut findet, würde ich montags ein Profi-Video hochladen und donnerstags ein Albtraum-Video. Die Wahnsinnsvideos, die gibt es auch, das will ich mir aber für die Meilensteine, für die Abonnentenmeilensteine, will ich mir das aufbewahren. Ja, ihr könnt gerne mal kommentieren, wie ihr das findet, oder habt ihr vielleicht andere Vorschläge, wie ich spielen soll. Ich finde, auf Profi ist es jetzt langsam ein bisschen, ja, langweilig geworden. Ich glaube, ihr wollt auch eher ein bisschen mehr, ja, Rätseleien, ein bisschen mehr Action sehen, ihr wollt ein bisschen mehr mitknobeln, ich weiß es nicht. Ich glaube, insgesamt wäre das eine ganz gute Sache. Für euch interessanter, für mich interessanter. Wie gesagt, das ist mein Vorschlag. Ihr könnt gerne mal kommentieren, wie ihr das findet. Und ansonsten würde ich sagen, wir legen gleich los. Wie gesagt, auf Albtraum, die Monitore sind aus unten. Wir sollen eine durchschnittliche Sanity von unter 25% erreichen, dem Geist während einer Jagd entkommen und die Anwesenheit mit einem Bewegungssensor feststellen. Ja, wir legen sofort los. Nicht lange rumschnacken, obwohl wir das ja haben. Für gewöhnlich machen wir das ja nicht. So. Aber wie gesagt, ihr könnt ja mal überlegen und dann mal kommentieren, wie ihr das findet. Hier mal alles anmachen. Knochen wäre auch schon da. Sehr gut. Ja, besser kann es ja kaum laufen. Sofort ein Sicherungskasten hier in der Garage. Versteck. Dafür aber nicht. Ja gut, wir wollen jetzt auch nicht zu gierig werden. Da geht schon mal die Tür. Nicht hier, nicht hier. Verfluchter Spiegel ist auch dabei. Sehr gut, damit hätten wir schon mal das Vorgeplänkel geschafft. Gut. Hier ein Versteck. Nein, auch nicht. Vielleicht da hinten. Ein Ei. Es ist nur ein Osterei. Ja, hier wäre auch frei. Sehr gut. Ich lasse das mal hier, weil ich denke, der Geisterraum wird hier vorne sein. Habe ich irgendwie im Gefühl. Die lassen wir wie immer hier. So. Stand da hinten schon immer ein Auto? Bin mir gar nicht so sicher. So, dann wie immer, Thermometer, Kruzifixe. Dürfte jetzt schön warm sein wieder. Gleich mal hier vorne schauen. Sieben,6. Ja, sieht schon gut aus. Sieht doch schon gut aus hier. Nicht verschwinden. So, einmal hier. So. Einmal fotografieren. Hat noch gezählt, sehr gut. Die legen wir hier hin. Gut. Ist aber genau nur eine Interaktion. Okay. 7, 8, mal kurz nochmal überprüfen. Ja, 9, 5, 12, 1, sehr warm. Hier im Badezimmer deutlich zu warm, alles klar. So ein paar Hinweise haben wir ja auch schon. Versteck sofort hier beim Geist, okay. So, da er die Tür bewegt hat, als wir im Raum waren. Kein Shade, der wird das nicht machen. Zu schüchtern, der Kerl. So. Dann Videokamera, Buchbox. Bewegungssensor könnten wir auch gleich mal aufstellen. Zack, zack. So. Licht aus hier im Flur.
Hoffentlich nicht wieder eine Mare. So. Schreib ins Buch. Bist du hier? Okay. Geist steht fest. Das war ein Diogen. Das hätten wir. Das ist ein Knurren, welches nur der Diogen macht. Gut. Sanity, Bewegungssensor. Alles klar. Bewegungssensoren mal 2 Stück. Das müsste reichen. Ja, das hätten wir. Jagd. Ich nehme schon mal eine Kamera mit für weitere Bilder. Einmal hier, einmal hier. So. So, ein paar Bilder machen mit Salz. Ja, mit der Jagd ist ja dann die Sache, dass wir uns eh nicht verstecken können. Das heißt, wir werden eine ordentliche Küchenrunde drehen. Er ist halt sehr langsam. So. Salz. UV. Räucherstäbchen. Die werde ich mir in der Küche platzieren. Schön gemütlich, wenn wir das jetzt noch abschließen. Die lege ich mir hier hin. UV für die Salzsporen. Salzspur. Laufe durch Salz. Laufe durch Salz. Noch eben was anderes machen. Feuerzeug brauchen wir auch da hinten. Feuerzeug und nochmal Salz. So, das hätten wir vorbereitet. Raumwechsel. Ja. Er hat den Raum gewechselt. Ist er jetzt im Flur? Oder hier? Ja, er ist jetzt hier drin. Alles klar. Schnell die UV holen. So, vielleicht haben wir Glück. Ah, die war schon weg. Ah, okay, er hat hier oben schon die Fußspur. Ja. Es ist manchmal ein bisschen komisch mit den Bildern, aber okay. Er hat hier oben schon den Fußabdruck gezählt, der hier war. So, die weg. Ja, die Jagd. Ich habe einen Kruzifix hier hinlegen, für ein Foto vielleicht noch. Ansonsten lasse ich das zweite hier. Wir wollen ja eh die Jagd gleich haben. 2 Fotos noch. Ja. Bewegungssensor ist auch noch nicht abgeschlossen. Mal gucken.
So. Gut, das hätten wir. Fotos sind abgeschlossen. Das auch. Okay, keine Jagd. Alles gut. Bewegungssensor immer noch nicht abgeschlossen. Das kriegen wir aber hin. Ich gehe noch eben eine Taschenlampe holen. Und dann darf er auch schon gerne anfangen zu jagen. So, einmal die. Kruzifix können wir dann weglegen. Mal eben die Sicherung reinhauen. So. Sanity unter 25%. Ich überlege was. Ihr wisst es schon. Es wird wieder verflucht. Das machen wir auch. Ein Blick ins Grauen. Hallo, der Herr. Herr Deogen. Ein schöner Tanz in der Küche. Dauert jetzt etwas länger wegen der verfluchten Jagd. Dann mal so rum, soll mir recht sein. Ja. Schön. Okay, das hätten wir mal eben gucken draußen. So. Bewegungssensor. Ja. Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Mal zudröhnen. Nordische Dröhnung. Die brauchen wir theoretisch dann auch gar nicht mehr. Jetzt sind wir ja sicher, dass es ein Deogen ist. Ist er jetzt da? So. Bewegungssensor müsste jetzt noch funktionieren. Ich werde jetzt noch eben schnell gucken, ob er da ist. Jetzt hat's geklappt. Alles klar. Dann wär's das, ne? Sehr gut. Ja. Ja, mal sehen, wie es gelaufen ist. Ja. Super. Wie gesagt, hinterlasst eure Meinung über meinen Vorschlag und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.